bin das Kind der unbegrenzten Möglichkeiten. Ich bin von 0 auf 10.000 in einem Herzschlag. Und dreimal um die Welt in 8 Sekunden. Es ist immer alles groß, laut und bunt gewesen. Und egal wer schöpft, ich muss immer pausenlos im Schnelllauf und mit 7 Meilen Stiefeln leben. Ich kann keine geraden Linien ziehen und versuche ständig von meinem Schatten zu fliehen, damit ich da nicht drüber springen muss. Wenn nicht schnell genug läuft, fange ich an, mich selber zu drehen, gegen den Uhrzeigersinn, um die eigene Achse rennen. Dann fürchte ich manchmal, mich zu verlieren. Weil ich völlig versinke im eigenen Rotieren, dann versuche ich manchmal, mich selber zu sehen. Aber reflektiere ich über mich, so kann ich mich nur seitenverkehrt im Spiegel erkennen. Da komme ich manchmal dazu, mir Linien zu wünschen. Dann gehe ich oft 3 Schritte vor und 2 wieder zurück. 2 Schritte vor und 3 wieder zurück. So. Der Wind weht mich, wohin er auch will, so nimmt er mich stetig auf seinen Weg. Ich wanke leere Straßengang, suche nach Wegweiser und lande doch wieder am Straßenrand. Mein Kompass zeigt immer Richtung. Ich soll auf mein Herz hören und nicht nach Synapsen laufen. Denn das Hirn schlägt Irrwege, Schlaufen, würde mich dort in einem Irrgarten verlaufen. Vielleicht kommen wir auch nie an, wer weiß es schon. Doch Hauptsache, wir bleiben in Bewegung, denn der Weg ist das Ziel. Und nur das schafft Begegnung. Fühlst du den Takt, der in dir schlägt? Dein inneres Metrum, also bete drum, dass er bebt und beweise noch innere Regung. Denn Hauptsache, wir bleiben hier noch in Bewegung. Dann gehe ich oft 3 Schritte vor und 2 wieder zurück. 2 Schritte vor und 3 wieder zurück.